Ja, ich freue mich, dass wir jetzt einen starken Lobpreis heute am Sonntagmorgen zum Wort Gottes kommen. Und Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und wir brauchen Gottes Wort, damit wir wissen, wie wir beten sollen. Und damit wir glauben können und Gottes Wunder erleben in unserem Leben. Ich will heute darüber reden, lebendiger Glaube erlangt Gottes Segnung. Und wir müssen wissen, wie wir glauben, weil in Jesus Christus gehören alle Segnungen der Bibel und des Wortes Gottes uns. Aber wir müssen Gott auch bitten. Jesus sagt in Matthäus 7, Verse 7 und 8, bittet und es wird euch gegeben werden. Jeder Bittende empfängt. Aber wenn wir nicht bitten, kann Gott uns auch nichts geben. Dann kann Gott auch nicht unsere Gebete erhören. Sucht und ihr werdet finden. Das sind Aufforderungen, so sollen wir leben, jeden Tag. Gott suchen, Weisheit suchen, ihn bitten um alles, was wir brauchen. Und Jesus sagt, es wird euch gegeben werden. Ich will jetzt nochmal für die Predigt beten. Jesus, wir danken dir jetzt heute Morgen, dass du vom Himmel auf die Erde gekommen bist, dass du am Kreuz den Preis bezahlt hast für eine Liebesbeziehung zu einem heiligen Schöpfergott, dass du dein Blut vergossen hast zur Vergebung unserer Sünden, dass wir Errettung haben, dass wir gesegnet sind. Du hast alle Flüche der Menschheit auf dich genommen, damit der Segen Gottes zu uns kommt in unser Leben. Und jetzt rede zu uns, bau unseren Glauben, dass wir im Glauben leben, weil du uns gerecht gemacht hast durch dein kostbares Blut. Und wir sollen durch Glauben leben an dich und dein Wort, damit wir Überfluss haben an allem Guten. Amen. Amen. Ja, ich möchte heute diese Predigt beginnen aus dem Römerbrief von Paulus in Kapitel 1, wo er sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. In Römer 1, Verse 16, 17 will ich einmal mit euch lesen. Dort sagt der Apostel Paulus, für die Heidennation war er berufen, das Evangelium Jesu Christi in die ganze damalige bekannte Welt zu bringen, auch nach Europa. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil oder zur Errettung jedem Glaubenden. Sowohl zuerst den Juden als auch den Griechen. Und Grieche steht hier für alle Heidenvölker, für dich und mich. Amen. Juden, Gottes auserwähltes Volk Israel und alle Heidennationen erlangen Errettung durch Glauben an Jesus Christus. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Gerechtigkeit vor Gott ist ein Gnadengeschenk, ewiges Leben, das wir durch den Sohn Gottes empfangen. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist die richtige Beziehung zu Gott jeden Tag. Das ist die richtige Stellung, gerecht vor Gott zu sein. Und das sind wir nicht durch Werke, sondern das sind wir durch Jesus Christus, durch sein Ersatzopfer. Amen. Haben wir eine Position in Ewigkeit, Gerechte Gottes zu sein. Und er hat uns geheiligt und angenommen. Aber wir sollen auch im Glauben gerecht leben, aus seiner Kraft. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass wir in richtiger Beziehung sind mit dem, wie wir denken, dass wir im Glauben reden, dass wir Gottes Worte glauben und dass wir gucken, was ist Gottes Wille für unser Leben und dass wir das beten und bekennen und aussprechen und dass wir auf die Weise leben, Tag für Tag, wie es Gottes Willen entspricht. Amen. Und was er uns sagt und zeigt. Also unser Glaube ist unser Leben in Christus. Und das bedeutet auch, dass wir durch Glauben Gottes Wort und Gottes Reden gehorchen. Dass wir nicht Lügen aussprechen, Negatives aussprechen, weil das wäre unrichtig, ungerecht. Stimmt das? Paulus sagt in Römer 1, Vers 5, wir haben durch Christus, Römer 1, Vers 5, Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Gnade und Friede euch von Gott, sagt er.
Also wir sind im Zeitalter der Gnade. Weil das Gesetz konnte kein sündiger Mensch erfüllen. Wir sind alle unter die Sünde verkauft. Und er sagt, das Ziel Gottes ist Glaubensgehorsam. Ich bin Apostel, die Heidenvölker in Gehorsam ihres Glaubens zu bringen. Das sind 3G. Wir sind gerecht gemacht, wir sollen im Glauben leben und wir sollen dem, was wir glauben, im Wort Gottes gehorchen. Und das bedeutet, dass wir unsere Worte und unsere Taten in Übereinstimmung bringen mit Gottes Willen für unser Leben. Wir erleben in dieser Zeit immer mehr wachsende Ungerechtigkeit, immer mehr Lügen, immer mehr Unabhängigkeit von Gott, Unglaube, Ungehorsam. Das sind viermal un. Und das sind Dinge, sagt Paulus in Römer 1, Vers 18, wegen denen Gottes Gericht kommt. Denn es offenbart sich Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das waren wir alle, richtig? Wenn wir unabhängig von Gott leben, sind wir unser eigener Gott. Und wir leben in den Lügen der Welt, wir leben nach den Begierden des Fleisches. Und Paulus beschreibt dieses ungerechte, von Gott unabhängige Leben in Römer 8, 1 bis 32. Er sagt, Hochmütige, Gewalttäter, das hebräische Wort Hamas, die gewalttätig sind, Verleumder, ja, die in Unmoral, Unreinheit leben. Er sagt, Männer sind in Schande mit Männern entbrannt, Frauen mit Frauen. Er beschreibt Homosexualität. Ganz deutlich ein Greuel für Gott, weil er hat Mann und Frau geschaffen. Ja, Jungs und Mädchen müssen als Jungs und Mädchen erzogen werden. Ein Mädchen muss lernen, eine Frau zu werden. Ein Junge muss lernen, ein Mann zu werden. Amen. Aber wie pervertiert ist heute das Denken, auch in Deutschland, wie wir es noch nie erlebt haben, dass Mädchen verwirrt werden und ihnen gesagt werden, du kannst auch ein Junge sein. Die Bibel nennt das Ungerechtigkeit. Ja, Lüge. Unabhängigkeit von Gott. Unglauben an Gottes Wort. Wie Gott Mann und Frau und Ehe und Familie geschaffen hat als ein Schutzraum, dass Kinder und Jugendliche gesund aufwachsen. Und diese Mauern des Schutzes Gottes sind niedergerissen heute. Und er sagt, deswegen, gegen alle, die diese Ungerechtigkeit üben, kommt das Gericht Gottes. Und das ist, was wir in Deutschland mehr und mehr erleben. Stimmt das? Wir erleben es mehr und mehr in Europa. Wir erleben ungerechte Kriege. Wir erleben immer mehr Gewaltspirale, wohinter Gier nach Geld, nach Macht steckt. Und die Bibel sagt, sie haben den Weg des Friedens nicht erkannt. Aber wir müssen lernen, im Glauben zu leben, weil das ist Gott gefällig. Und alle Dinge sind möglich, wenn wir glauben. Markus 9, 23 sagt Jesus seinen Jüngern, als sie etwas nicht tun konnten, weil sie ungläubig waren, er sagt, wenn ihr Glauben habt an mich, an mein Wort, dann sind euch alle Dinge möglich. Ist das ermutigend? Dann ist Heilung möglich, dann ist Wachstum möglich, dann sind Durchbrüche möglich, dann ist Gunst möglich, dann sind neue Dinge möglich, die vorher unmöglich waren. Wir erlangen alles von Gott durch Gebet und Glauben. Aber Gott kann dir nicht geben, wofür du nicht betest und glaubst. Stimmt das? Also müssen wir lernen, jeden Tag zu Gott zu kommen im Glauben. Ich möchte noch mal was über die Gerechtigkeit sagen. Gottes Liebe zu dir, zu mir, ist die Grundlage für großen Glauben. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 21 bis 26, unsere Gerechtigkeit, unsere Position, aus der uns alles in Christus gehört, aus der wir Erben aller Segnung Gottes sind. Er sagt dort, Römerbrief, Kapitel 3, Vers 21 bis 26, dadurch hat Martin Luther Durchbruch erlangt in Errettung. Er hat erkannt, nur durch Gnade werden wir gerettet, ohne Zutun meiner Werke. Und dadurch kam die Reformation vor 500 Jahren. Er sagt, jetzt aber ist ohne Zutun des Gesetzes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, dass Gott einen neuen Bund geben würde. Gottes Gerechtigkeit aber
an, durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Es war aber nicht umsonst. Jesus hat ohne Sünde gelebt. Er hat gesagt den Pharisäern, die ihn töten wollten, weist mir eine Sünde nach. Sie haben geschwiegen, weil Jesus, Gottes Sohn, Gott wurde Mensch, war ohne Sünde. Und er hat unsere Sünde, unser Gericht auf sich genommen. Gott hat seinen Sohn für dich und mich gerichtet. Amen. Und so hat Gott Gerechtigkeit gewirkt. Und wenn wir Buße tun von unseren Sünden und Jesus annehmen, wird unsere Sünde gelöscht in Ewigkeit. Ist das eine gute Nachricht des Evangeliums? Und Gottes Gerechtigkeit, Jesu Heiligkeit, wird dir auf deinem Konto gutgeschrieben. Gott sagt, wenn du Jesus im Glauben annimmst, du bist gerecht. Du bist mein gerechter Sohn, meine gerechte Tochter. Ich habe dich angenommen in Ewigkeit, in Christus. Dann sagt er weiter in Vers 25, ihn, Jesus Christus, hat Gott hingestellt als Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit des Hingehenlassens aller vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht, du könntest auch sagen Liebe Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der aus Glauben an Jesus Christus ist. Amen. Kein Mensch konnte Gottes Gebote und Gesetze erfüllen. Bevor ich Christ wurde 1985 in Hamburg, war ich in so vielen Sünden verstrickt. Ich weiß nicht, wie es mit deinem Leben ist. So viele Süchte, so viele Ängste, so viel Zorn, Hass, Bitterkeit. Aber als ich Buße getan habe von meinen Sünden und Jesus angenommen mit 19 Jahren, ich war damals in der Bundeswehr in Hamburg, da hat Jesus mein Herz gereinigt. Halleluja. Und der Heilige Geist kam in mein Leben, ist nie wieder gewichen seitdem. Und ein Bewusstsein kam, Gott ist mein himmlischer Papa. Gott ist mein himmlischer Vater geworden. Ich bin gerecht gemacht. Ich bin angenommen in Ewigkeit. Und dann konnte ich im Glauben zu meinem Vater Gott beten. Amen. Und das ist, was Jesus lehrt. Das ist so gewaltig. In Galater 3 sagt Paulus an die Gemeinde in Galatien, Verse 13 und 14, Galater 3, 13 und 14. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, wie geschrieben steht, verflucht ist jeder, der am Kreuze hängt. Jesus hing am Kreuz und nahm alle Flüche Satans von Dämonen und der Menschheit auf sich. Damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen kommt, damit wir die Verheißung des Geistes, dass der Heilige Geist durch den Glauben empfangen. Halleluja. Das heißt, durch Glauben erlangen wir Vergebung, Rechtfertigung durch sein Blut, ewiges Leben und wir werden zur Wohnung Gottes, zum Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Also Glaube in Christus bewirkt, dass du im Glauben sagen kannst, ich bin gesegnet mit Abraham, ich bin gesegnet mit Christus, mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Epheser 1, Vers 3. Ich bin geheilt durch Jesu Blut, empfange ich Heilung. Danke, Jesus, dass du meine Jugend erneuerst durch dein kostbares Blut, durch den Heiligen Geist. Amen. Danke, Jesus, dass du meinen Mangel ausfüllst. Ja, wenn du neue Arbeit brauchst, Gunst mit Menschen, neue offene Türen. Und alles gehört uns in Christus, sagt der Apostel Paulus. Wir müssen lernen, zweiter Punkt von mir, im Glauben Gottes Segnung uns anzueignen. Und wie tun wir das? In Markus 11, ich habe in der letzten Predigt, letzten Sonntag, Teil 1 darüber gelehrt, ich will das heute nochmal vertiefen, verflucht Jesus in Markus 11, 12 bis 14 ein Feigenbaum. Und er spricht Worte des Glaubens, nie wieder soll von dir Frucht kommen in Ewigkeit. Am nächsten Morgen in Markus 11, Vers 20, sieht Petrus und die Jünger den verdorrten Feigenbaum. Und sie sagen, wie ist denn dieser Feigenbaum so schnell verdorrt?
Und Jesus lehrt sie über den Glauben der Gerechten, über deinen und meinen Glauben. Er sagt, habt Glauben an Gott. Habe Glauben an einen himmlischen Vater, der dich liebt. Habe Glauben, dass Gott dein Gebet hört, weil er dich liebt, weil er Segenspläne für dein und mein Leben hat. Amen. Gott hört unser Gebet. Und dann sagt er weiter, viele Übersetzungen sagen, im Griechischen kannst du es auch so übersetzen, habe den Glauben Gottes. Und Jesus sprach immer wieder, sei geheilt und Kraft Gottes floss. Stimmt das? Sei befreit und Dämonen flohen. Sei gesegnet, steh auf und werde mit Kraft erfüllt. Und Jesus sprach Heilung. Er sprach zum See, schweig verstumme. Also wir müssen den Glauben Gottes haben. Die Gerechten leben aus Glauben, indem wir eine Sprache des Glaubens haben. Amen. Indem du im Glauben bittest und dankst, dass Gott dich erhört hat. Und dann sagt Jesus in Vers 23 und 24, Schlüsselstelle über Glauben, Schule des Glaubens von Jesus. Wer zu diesem Berg sagt, und das kann dein Problem sein, das kann etwas sein, wofür du glaubst, hebe dich empor, wirf dich ins Meer. Es kann eine Krankheit sein, das kann ein Mangel sein, eine Schuldentilgung. Das kann etwas sein, wofür du glaubst, auch Finanzen, Wachstum. Und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Also Jesus sagt hier, wir müssen im Glauben sprechen, ohne zu zweifeln. Und ihr Lieben, wir müssen lernen, nicht zu zweifeln, was Unglauben ist. Weil Ungläubige zweifeln, aber wenn wir Christen sind, Gerechte sind, leben wir im Glauben. Amen. Und dann sagen wir, Gott, ich glaube, dass du mein Geschäft segnest. Ich glaube, dass du meine Gebete erhörst. Aber Zweifel bewirkt gar nichts, nur dass der Segen stoppt. Amen. Jesus sagt, wenn du glaubst, dann wird es dir geschehen. In Vers 24 wiederholt Jesus, alles, um was ihr betet, bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und ihr Lieben, ich habe einen weiteren wichtigen Punkt und ich glaube, dass dieser Berg auch für eine Vision von Gott steht. Dass wir Gott ganz neu bitten müssen um eine Vision des Glaubens für die Zeit bis zum Jahresende 2023. Ja? Auch für das neue Jahr 2024. Was ist deine Vision für deine Ehe und Familie? Für deinen Dienst? Für das, was du tust? Für deine Gesundheit? Ist für jeden anders. Für die Gemeinde? Vielleicht auch für deine Berufung? Was ist deine Vision? Vielleicht ist es in einzelnen Berufen, eine Hauskirche zu gründen, Pastor zu werden, Leiter eines Dienstes zu werden. Dann schreib diese Vision auf. Sag, Heiliger Geist, gib mir eine Vision, wie du mich siehst, was ich tun soll 2024. Weil Vision von Gott motiviert dich, dich vorzubereiten und Schritte im Glauben zu tun. Amen. Wir haben die Vision gehabt einer Medienarbeit. Das haben wir aufgeschrieben und heute ist sie in Existenz. Amen. Wir haben unser Regiestudio dort. Wir haben 4 Kameras, die heute den Gottesdienst aufnehmen. Das kam durch Glaubensvision und wir haben gebetet und haben gesagt, danke Herr, dass du einen Weg bahnst, wo kein Weg ist. Amen. Jetzt beten wir, ein Teil meiner Vision, unserer Vision als Gemeinde ist, mehr und mehr das Evangelium über Medien zu verbreiten. Und im Januar bereiten wir vor, mit einer ersten Fernsehsendung ins Fernsehen zu gehen. Ich bin jetzt im Gespräch, wir sind noch nicht ganz klar, welcher Kanal, ob es TV Berlin ist oder Rhein-Main-TV. Wir beten jetzt um Weisheit, was der richtige, effektive Schritt ist, der am meisten Frucht bringt und beim ersten Schritt am meisten Menschen erreicht. Aber wir müssen eine Vision haben von Glauben. Das können auch ganz kleine Dinge sein. Danke, dass ich schmerzfrei werde. Ich bin gestern gelaufen und habe eine Stunde trainiert mit einem Video im Fernsehen und habe jeden Muskel bewegt und meine Schmerzen sind gewichen und alle Verspannungen. Und jetzt habe ich eine Vision, 4-mal die Woche Sport zu machen. Vielleicht brauchst du das auch. Ich habe das aufgeschrieben.
mit meiner Frau spazieren zu gehen, genug Schlaf, wenn wir müde sind, ins Bett zu gehen. Habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und sag, Herr, was sind die nächsten Schritte? Wie soll ich gesund leben? Was soll ich tun? Ja? Und dann wird der Herr dir Dinge zeigen, wie er dich sieht und was du tun sollst. Und dann bitte und empfange diese Dinge. Tue, was Gott dir sagt und zeigt. Das ist eine Verantwortung von Gott. Vielleicht sagt er, du sollst ein Buch schreiben. Vielleicht sagt das jemand auf YouTube. Du sollst ein Buch rausbringen, ja? Du sollst dies und das machen. Du sollst ein Seminar entwickeln. Du sollst eine Frauen- oder eine Männerarbeit aufbauen. Dann schreib das auf oder eine Seniorenarbeit. Schreib es auf und sag, danke, Vater, dass du ein Team mir gibst. Im Namen Jesus bete ich, dass dieser Dienst in Existenz kommt. Amen. Vielleicht eine Künstlerarbeit, andere zu trainieren. Wir haben jetzt am ersten Advent das erste Mal Puppentheater hier. Und als ich die Vision hörte von einer lieben Schwester, hat sich mein Herz sofort geöffnet. Ich habe gesagt, dafür haben wir gebetet. Wisst ihr das? Ich liebe Puppentheater. Wer liebt noch Puppentheater? Amen. Das ist eine so wunderbare Sprache, wie Musik wirklich Wahrheit und Botschaften in die Herzen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu bringen. Und jetzt haben wir ein Puppentheater. Und am ersten Advent ist die Premiere. Gott hört unsere Gebete. Amen. Ich bete für ein pastorales Dienstteam, dass wir Kinderpastor haben, Jugendpastor, Co-Pastoren. Wir brauchen mehr Pastoren. Amen. Damit nicht ein Pastor zu viel macht und ausbrennt. Ich bin momentan ich. Amen. Und ich sage das meinem himmlischen Vater. Ich sage, Herr, baue ein pastorales Team. Und wir beten, wir haben jetzt Wohnungen renoviert, das war auch Vision, in Werneuchen im Obergeschoss, wo zwei Ehepaare reinkommen. Und wir beten wirklich für Arbeiter in der Ernte. Ende November schließt sich uns eine afrikanische Gemeinde an. Und das sind alles Dinge, wo ich glaube, Gott hört Gebet, dass wir Arbeiter bekommen für die Ernte. So viele Afrikaner und ab Ende November beginnen hier afrikanische Gottesdienste. Wenn wir Vision von Gott empfangen, wie er dich sieht, was du tun und sein sollst, dann bete diese Dinge im Namen Jesus und Gott wird es tun. Amen. Und dann dankst du Gott dafür. In Johannes 14 ist eine der stärksten Verheißungen von Jesus über Gebet. Ich will dir die mal vorlesen. Und so leben die Gerechten im Glauben. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird meine Werke auch tun. Und er wird größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Können wir Jesus bitten, dass er uns größere Werke offenbart für Berlin? Können wir Jesus bitten, dass er uns eine neue Vision für Werke gibt für 2024, die wir tun können? Absolut können wir das bitten. Habakkuk 2, 1 bis 5 sagt, auf meinen Posten will ich treten, ich schlage das jetzt aus Zeitgründen nicht auf, ich will schauen, was Gott mir zeigen wird, ich will hören, was Gott mir antworten wird auf meine Fragen, auf meine Bitten und ich schreibe die Vision auf, damit ich und andere damit laufen können. Und dann heißt es in Habakkuk 2, 1 bis 5, ein Prophet im Alten Testament, die Gerechten aber werden aus Glauben leben. Amen. Also hier ist das Leben von dir und mir verknüpft mit Empfangen von Vision. Ich habe jetzt ein starkes Wort gehört. Vision ist Partnerschaft. Partnerschaft und Vision sind Synonym. Ohne Vision, ohne einen aktiven Glauben, der für etwas glaubt, auf etwas mit Gott zugeht, kannst du nicht Partner sein mit dem Himmel, mit Gott. Also wenn wir Vision haben, was du sein, was du tun sollst für Geist, Seele, Körper, für andere, dann entsteht Partnerschaft mit Gott. Amen. Und mit anderen. Es hat mich tief getroffen, dass eben Vision und Partnerschaft einander bedingen. Und dann sei fleißig in dem, was Gott dir sagt und zeigt. Wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was Gott sagt. Amen. Das ist kein Vorschlag, sondern Befehl von Gott, etwas zu ändern, etwas zu tun. Amen. Iss nicht das Brot der Faulen. Sprüche 31, 27. Ist gesagt über die Sprüche 31 Frau, über eine Frau, die Gott gefällt. Ist aber genauso auch für Männer gemeint. Kannst du durchlesen. Haben wir jahrelang in unserer Ehe immer wieder gelesen.
die Frau, die sich um alles kümmert, den Haushalt, die wie ein Handelsschiff ist und gute Dinge herbeibringt, die treu ist in allem, die gepriesen wird von den Kindern und von ihrem Mann. Aber so sollen wir auch als Männer sein. Amen. Und dann sagt er, sie isst nicht das Brot der Faulen. In Sprüche 20, 13 steht das nochmal. Der Faule schläft und erreicht nur Mangel, schläft zu viel. Also wir müssen eifrig sein, im Glauben zu tun, was Gott uns sagt. Ich habe einige Dinge, ich habe Ziele aufgeschrieben, Dinge, die Gott mir gesagt hat, was ich bis Jahresende noch tun soll. Und ich weiß, das hat Gott mir gesagt. Und das kann ich nicht tun, wenn ich nicht diszipliniert und eifrig bin und diese Dinge aufschreibe und dann sage, Herr, danke für deine Kraft. Du gibst mir Kraft und Weisheit, das zu tun. Amen. Psalm 50, 23. Jesus sagt, wenn ihr mich in meinem, was ihr bitten werdet, Johannes 14, 13, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Jesus wiederholt es zweimal, damit wir wissen, es ist so. Amen. Wenn Jesus zweimal sagt, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun. Was bedeutet im Namen Jesus zu bitten? Gottes Willen zu bitten. Amen. Gottes Wort zu beten. Gott will Gesundheit. Gott will Überfluss. Gott will Frucht. Gott will Wachstum. Gott will, dass das Evangelium Jesu Christi allen Menschen, bevor das Endgericht über die Menschheit kommt, gepredigt wird. Das ist Gottes Wille. Und wenn wir in Übereinstimmung mit Gottes Willen beten, beten wir im Namen Jesus und er sagt, ich werde es tun. Halleluja. Und dann danken wir Gott. Psalm 50, 23 sagt, wer mir dankt, verherrlicht mich. Ihn werde ich das Heil Gottes schauen lassen. Und deswegen müssen wir jeden Tag, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ich werde ihn das Heil, die Heilung, die Versorgung, die Durchbrüche, neue Dienste, neue Dinge schauen lassen. Du kannst dafür vieles Verschiedene einsetzen. Also wir müssen Gott danken, wir beten und dann sagen wir, danke Herr, dass du mein Gebet gehört hast. In Hebräer, damit schließe ich jetzt ab, 11, Kapitel 11, das ist das Kapitel der Glaubenshelden, wo gelehrt wird, wie Glaube funktioniert. Hebräer 11, 1 und 2, will ich nur darauf eingehen, da ist die Definition von Glauben. Und hier sagt der Apostel, der den Brief geschrieben hat, Apostel Paulus, sagen die meisten, 11 Vers 1, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Also der Glaube, im Gebet freigesetzt, in Gottes Wort bekannt und freigesetzt, setzt Kraft frei, deine Hoffnung zu verwirklichen. Glaube verwirklicht das, was wir hoffen. Amen. Hast du Hoffnung für 2024? Schreib sie auf. Hast du Dinge, die du erträumst für das kommende Jahr? Wir müssen Gott dafür suchen. Wer sucht, der findet. Es ist eine Überzeugung von Dingen, die man noch nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Alten im Alten Testament alle ihr Zeugnis erlangt. Also dieser Glaube, sagt eine andere Übersetzung, ist Substanz von Dingen, die man noch nicht sieht. Wenn du glaubst für Heilung, bewirkt der Glaube, dass die Kraft Gottes die Substanz der Heilung bewirkt. Amen. Der Glaube, sagen andere Übersetzungen, ist auch die Besitzurkunde von Dingen, die wir noch nicht sehen. Wenn du glaubst, besitzt du es. Dann sagst du, danke Herr. Als Jesus am Grab von Lazarus stand, Johannes 11, war Lazarus 4 Tage tot. Und er sagt, danke Vater, dass du mich alle Zeit erhörst. Lazarus, komm heraus. Und Lazarus stand von den Toten auf. Die Kraft Gottes floss, weil Jesus göttlichen Glauben freisetzte. Lazarus wurde von den Toten auferweckt. Und er hatte wieder Leben und hat mehrere Jahre noch das Evangelium Jesu gepredigt. Glaube ist die Währung des Reiches Gottes und setzt Gottes Kraft, Gottes Geist frei, das Geglaubte dann auch zu tun. Ich will nur noch mal zum Abschluss zwei Beispiele bringen. In Matthäus 9, 1 bis 8 bringen vier Freunde, ich gehe jetzt nicht zu dieser Bibelstelle, einen Gelähmten. Sie decken das Dach ab und Jesus sieht ihren Glauben. Kraft Gottes fließt und der Gelähmte wird geheilt.
Sieht Jesus deinen und meinen Glauben? Wir müssen Gott unseren Glauben zeigen. Amen. Wir müssen unseren Glauben hören lassen im Gebet, jeden Tag mit Danksagung, auch füreinander. Wir haben jetzt mehrere Heilungen erlebt. Ich will das 100-mal mehr erleben. Wenn du Heilung brauchst, bitte im Namen Jesus. Und Jesus sagt, ich werde es tun. Amen. Jesus sagt, ich werde es tun. Wir müssen unseren Glauben wie ein Muskel trainieren. Der Gelähmte wurde geheilt, Jesus sah den Glauben. Eine Frau mit Blutfluss, die 12 Jahre Blutfluss hatte, in Matthäus 9, 18 bis 26, lebte in Glauben. Sie sagte, wenn ich Jesus berühre, bin ich geheilt. Und sie brach durch. Sie lebte, wie Gerechte leben sollen, im Glauben. Sie sprach im Glauben. Wenn ich Jesus berühre, bin ich geheilt. Und sie brach durch die Menge durch, in Matthäus 9, 18 bis 26. Kraft floss, der Blutstrom stoppte sofort und sie war geheilt. Halleluja. Sieht Gott deinen Glauben, handelst du im Glauben, tue es und dann wird Gott glauben. Alle Dinge sind möglich, dir und mir. Amen. Wenn wir glauben. Weil wir glauben an einen großen Gott. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Wir glauben an einen lebendigen Jesus, der zu Rechten des Thrones des Universums sitzt. Er regiert über Himmel und Erde. Und er kann jedes deiner und meiner Gebete erfüllen. Glaubst du das? Amen. Und deswegen müssen wir unseren Glauben stärken. Bete für Visionen. Und ich will jetzt einfach noch mal ein Gebet kurz abschließen. Lasst uns antworten im Gebet auf diese Predigt. Jesus, lehre uns Glauben. Lehre uns alle im Glauben zu beten im Namen Jesus. Und nicht zu zweifeln, sondern dir zu danken, dass du Wunder tust, dass du Heilung bewirkst, dass du Durchbrüche bewirkst, dass du unsere Zelte weitermachst als je zuvor, mehr Menschen zu erreichen für das rettende Evangelium. Jesus, bau unseren Glauben. Und Herr, wir wollen zu dir kommen, auch die letzten Wochen dieses Jahres, auch im Januar. Wir wollen dich suchen für Visionen. Gib uns frische Visionen für unsere Gesundheit, wie wir unsere Gaben nutzen, wie wir unsere Dienste bauen, zu denen du uns berufen hast, wie unsere Ehe, unsere Familie, unsere Beziehung gebaut sein sollen. Danke, Jesus, dass ich und mein ganzes Haus gerettet werden. Danke, dass Menschen gerettet werden in meiner Familie, die noch nicht glauben. Danke, Jesus, bau unseren Glauben, dass du eine große Familie in Berlin hast, in Hamburg, in Stuttgart, in Wien, in Zürich, in Innsbruck. Du sagst in der Apostelgeschichte zu Paulus, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Jesus, rede du zu uns, was wir beten sollen. Auch über Finanzen, über Schuldenfreiheit. Ich habe übrigens ganz neue Bücher im Bücherladen jetzt über Finanzen, über diese Themen, über Glauben. Und Herr, gib uns Fleiß, dass wir fleißig dein Wort studieren jeden Tag, sprechen und handeln im Glauben. Hilf uns, dass wir nicht das Brot der Faulen essen, sondern dass wir eifrig tun, was du uns sagst und zeigst. Gib uns Disziplin, jeden Tag im Glauben zu leben. Zu deiner Ehre und Verherrlichung. Amen. Amen. Gottes reichen Segen auch auf YouTube. Schreibt doch eure Kommentare, wie die Predigt dich gesegnet hat. Schreib uns auch eine E-Mail an info@neuesleben.berlin. Und besuch uns gerne auch einmal. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir auch Menschen haben aus dem deutschsprachigen Raum. Gottes reichen Segen. Der Livestream geht noch ein bisschen weiter.